So, ein neuer Tag. Es ist jetzt 6 Uhr in der Früh. Ich glaube, wir wollten ja auch recht früh aufstehen, denn, schauen wir noch auf die Karte, was steht an? Ansteht heute hier drüben diesen, was war das, den Moldavit zu finden, findet den verschwundenen Moldavit, den wir brauchen für das Diadem für die Burgherrin Stephanie. Wenn wir das haben, dann werden wir hier runtergehen und den Kumanen abholen, der hier ja noch gefangen genommen ist in der Mühle. Einmal nach Rattay reiten. In Rattay möchte ich tatsächlich auch mal wieder mit dem Hauptmann Bernhard kämpfen. Und dann geht es auch schon hoch nach Uschice. Zwei Gründe. Wir haben einmal eine Quest, die mit dem WK. Und zweitens müssen wir da auch noch einen Gaul abholen für die Burgherrin Stephanie. Das wäre jetzt also der Plan für die nächste Zeit. Okay. So, wo bin ich? Einmal hier. Dann können wir auch gleich mal schauen, wie wir am besten reiten. Ja, hier ist im Dorf raus und dann an der Kreuzung links setzen wir uns da mal einen Marker hin. Überprüfen mal die Vitalwerte. Sattheit 91, sind nicht mehr überfressen, das ist gut. Ausgerüstet sind wir auch. Ja, also letztes Mal, ich war sehr überrascht, dass das Langschwert auch in Kombination mit einem Schild geht. Ob es wirklich Sinn macht, weiß ich jetzt wirklich nicht. Wisst ihr was? Ist ein Langschwert, oder? Ja, Waffen hat Langschwert. Ich würde sagen, gehe trotzdem, also selbstsicherer bin ich derzeit einfach noch mit meinem knappen Schwert, mit dem Kurzschwert und dem Schild. Und da wir jetzt in Gegenden kommen, die ich noch nicht wirklich kenne und natürlich auch mit Banditenüberfällen und dergleichen mehr rechne, würde ich sagen, gehen wir auf Nummer sicher. Langschwert müssen wir noch ein bisschen trainieren. Gegen mehrere Gegner definitiv bevorzuge ich momentan einen Schild. Guten Morgen, Kowalski. Immer her. Ach Mensch, ich glaube, für dich habe ich zu wenig zum Essen, oder? Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Nee, haben wir noch genügend. Wenn wir schon Brennnessel sehen. Ja, ich bin ja jetzt hier kein großer Kräutersammler, aber wenn wir schon mal was rumliegen sehen. Alchemietisch, auch das, auch eine Sache, die ich noch nicht ausgeführt habe. Dafür werde ich natürlich auch des Öfteren auch gescholten. Aber alles hat seine Zeit. So, der frühe Vogel fängt den Wurm. Müssen wir auf die Karte schauen. Nach Nordwesten. Okay. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ein letzter Blick auf Sasau. Jetzt ist er am Nest gefunden. Das Gute ist immer, wisst ihr was? Wenn ich nämlich Nester finde, dann findet sie der Computer, aber ich nicht. Ach, hier. Habe ich einen Bogen ausgerüstet? Nee, haben wir nicht. Machen wir das mal schnell. Waffen. Stikaler Eibenbogen. Langstreckenpfeil. Da bräuchte ich eigentlich ein paar. Wisst ihr was? Nehmen wir einfach ein paar gewöhnliche Pfeile mit rüber. Ins Inventar. 10 Stück vielleicht einfach. So, annehmen. Dann rüsten wir die aus. Hier. Aber ausrüsten. Ich meine, das Vogelnest könnte ich auch wirklich runterpflücken, oder? Jetzt hätte ich beinahe den Hund abgeschossen. Nest untersuchen. Ein Spinnennetz! Ja. Wird sich wahrscheinlich irgendwann zu brauchen, Pfeil. Werden wir wahrscheinlich immer brauchen für irgendwelche Zaubertränke oder keine Ahnung was. Den Bogen rüsten wir wieder ab. So, aufsitzen. Ja. Ist das hier schon die besagte Kreuzung? Ah, tatsächlich, das ging nicht weit. Ja, dann erstmal Richtung Osten. Setzen wir uns mal vielleicht gar nicht hier ins Dunkel. Ah, ich kann hier auch einen Marker setzen, okay. Richtung Westen meine ich natürlich. Tja, und da wir die Gegner nicht kennen, würde ich sagen, lassen wir uns ein bisschen gemütlich angehen. Und schauen uns mal an, ob wir vielleicht irgendwelche interessanten Kleinigkeiten auf dem Weg dorthin entdecken. Schon wieder sehr malerisch hier. Naturbusch ist aktiv.
Da drüben alles für Hütten. Neue Stufe erreicht, reiten. Ja. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Ja. Ist jetzt alles für uns unerforschtes Gebiet. Leere Scheune. Vielleicht schauen wir jetzt einfach mal, wo wir hier sind jetzt auf der Karte. Ah, tatsächlich sind wir jetzt quasi schon in dem Bereich mit dem verschwundenen Moldawit. Das war diese Geschichte mit dem Kaufmann, der unterwegs nicht mehr aufgetaucht ist. Jetzt reite ich aber falsch. Wo ist denn der? Ich dachte, da wäre ein Weg gewesen. Hä? Ach, das ist der Weg, okay. Das wird es dann wohl sein. ZXP, schönen guten Abend. Und Chaoset ebenfalls. Das sieht nicht gut aus. Scheint hier übervoll gewesen zu sein. Und dann wurde der hier abgestochen und dann darunter geschleift. Schild ist am Mann. Ich habe Stimmen gehört. Da ist was. Was ist das? Wer ist da? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Auf ihn! Hallo! Aha. Wieder aber früh los hier. Seid vorsichtig! Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Na komm schon. Sobald sich der Hund kümmert, muss ich mal den Bogenschützen hier wegräumen. Na komm. Das nennst du Jesus. Lieber Gott. War's das schon? Anstoß. Ich dachte, dass ihr der Händler war. War Kowalski gekommen. Ja, was nehmen wir mit? Glockenförmiger Eisenhut. Der sieht besser aus als meiner, oder? Kettenhaube kann man mitnehmen. Kompositpanzer und eine leichte Brigantine. Die Platten, Ellbogenkacheln. Rote Männerkutardie. Verzierte Reiterstiefel. Jawohl. Was haben wir noch? Schwarzer Schild. Und ein Streitkolben. Ein Pernach. Der Sache nach dasselbe jetzt. Komm, geh weg da.
Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Was ist jetzt hier an Rüstung? Der Eisenhut. Glockenförmiger Eisenhut. Ah, okay. Wenn wir ehrlich sind, schöner aussehen tut der andere. Aber wir rüsten ihn jetzt einfach mal hier aus. Sprach's und steckt es zum Pferd rein. Ins Inventar. Also dann tragen wir doch den ausrüsten. Den Eisenhut kommt dementsprechend weg. Die gepolsterte Bunthaube kommt zum Pferd hinüber. Die Kettenhaube zum Pferd hinüber. Die ebenfalls Kettenpanzer. Was habe ich denn an der Stelle an? Ich weiß teilweise noch nicht so hundertprozentig genau, an welchen Stellen die einzelnen Sachen hier sind. Leichte Brigantine. Hä? Was habe ich denn da an? Nicht den Garmison? Ach, das Kettenhemd. Verstecktes kumanisches Kettenhemd mit 13. Und was hat der neue? Was hat das neue Ausrüstungsteil? Was war denn das jetzt hier? Der Kettenpanzer. Ne, der Schlechter. Kommt auch rüber zum Pferd. Kompositpanzerhandschuhe rüber zum Pferd. Beide, die leichte Brigantine. Gefärbtes Plattenwams haben wir da jetzt an. Dann ist das gefärbte Plattenwams besser. Weg damit. Die kommen weg. Rote Männer, Crotardie. Eine leichte Oberbekleidung für Edelleute, die eher zur Zierde getragen wird. Charisma 7. Also, die kommt auch in die Satteltasche. Weg damit. Kapuzenschal. Ja, das war's hiermit. Am besten gleich die Sachen erledigen, damit es weg ist. Dann haben wir hier noch den zweiten Banditen gehabt. Martin Witschek. Ist das der Händler? Aber der hat mich doch hier angegriffen, oder? Ja gut, der hat sich den Stein genommen. Rote Beinlänge, roter Filzhut. War das der Martin Witschek? Würde auf alle Fälle Sinn machen. Eine Bartaxt. Schloss knacken leicht. Das mache ich mit Maus und Tastatur, das geht deutlich besser. Gut. Dann schauen wir da. Flämischer Stoff. Kostbarer Stoff, der in Flandern aus englischer Wolle gewoben wurde. Nehmen wir mit. Eine französische Altarkerze. Nehmen wir mit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es mal zur Bestechung. Glaskelch. Ein Glaskelch ist nichts für jedermann. Glas ist ein seltenes Material und dieses Stück ist ein wahres Kunstwerk. Dafür aber relativ günstig. 20 Groschen. Das Leinenhemd lassen wir drin. Leidenschaft. Da ist der Moldavit. Ein atemberaubender Moldavitstein aus Südböhmen. Rüstungsset nehmen wir mit. Silberkelch nehmen wir mit. Venezianischer Glaskelch. Wollstoff. Ah komm, die nehmen wir auch mit. Gehen wir da fertig und dann tun wir das am besten gleich. Hat er also hier mit den Banditen gemeinsame Sache gemacht. Die Bartaxt drüber zum Pferd. Der Pernach, was hat denn das? Waffen als Streitkolben. Da dieser Streitkolben über scharf zugeschliffene Schlagblätter verfügt, kann man damit nicht nur wuchtige Hiebe austeilen, sondern einem Gegner auch Schnittwunden zufügen. Wie die meisten anderen Streitkolben bietet er jedoch wenig Schutz und wird deshalb meist zusammen mit einem Schild verwendet. Schaden, Wucht 39, Stich 2, Schlag 11. Den tun wir auch mal zum Pferd über. Der schwarze Schild, was hat denn der für Werte? Verteidigung 98. Mein Thalenberger Schild hat auch 98. Der Zustand ist hier schlecht. Aber ich wäre mal zumindest den Schild mit dem Thalenberger Wappen los. Das würde mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Vielleicht repariere ich den einfach gleich mal. Schwerer Kriegshammer. Ja, der Rest bleibt. Rüstung.
Kommt noch irgendwas rüber? Nein, nichts. Sonstiges. Ein flämischer Stoff, alles. Die Altarkerze. Glaskelch. Goldener Glaskelch. Die Schmiedesets. Ist da was? Die zwei Schmiedesets können wir erstmal rüber. Schusterset, Leinenstoff. Die Mohnblume rüber. Den Moldavit behalten wir am Mann. Okay. Das müsste es gewesen sein. Wie war denn das jetzt nochmal mit dem Reparieren? Ein kleines Rüstungsset anwenden, ja? Wenden wir das mal an. Ah, ist zu beschädigt mit 57. Das bedeutet, dass mein Schild wahrscheinlich auch zu beschädigt ist dafür. Ja, schwarzes Schild. 57. Dann lassen wir derweil noch den Thalenberger Schild und stecken den anderen weg. Ja, gut. Moldavit haben wir. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Was ist los? Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Jetzt fragt er sich hier nach dem Kampf, fragt er sich, was Theresa... Ja gut, da ist wahrscheinlich, wenn man dem Tode noch etwas näher steht, kommen wir auf solche Gedanken auch. Da ist nochmal ein Bandit. An den kann ich mich jetzt überhaupt nicht erinnern, dass ich mit dem was gemacht habe. Dunkler schlesischer Gambeson. Den packen wir auf alle Fälle ebenfalls ein. Geknöpfte graue Kotardie. Hornstrauch, Jagdbogen, nehmen wir auch mit. Akzentur ist immer noch teuer. Schmiedeset, Groschen. Ringelblumenaufguss, Silberring. Ja, wie gesagt, jeden Schrott nehme ich mittlerweile auch nicht mehr mit. Passt. Ist ja schon am Schimpfen. Tja, ich denke mir immer wieder, das könnte echt an der Isar sein. Wurde hier auch gespeichert. Es ist keiner mehr da. Nein. Dann gehen wir hoch zur Straße. Jetzt, Moment, ich muss mal die Situation nochmal aufklären. Schauen wir uns das hier nochmal an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Vizek nicht schon vorher da lag, tot. Und die zwei hier, weil wir haben jetzt hier bei dem haben wir den Haselnussbogen bekommen. Das hat der geschossen hat. Vielleicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Martin Vizek, ob ich dir Unrecht tue oder nicht. Ah, man weiß es nicht. Könnte trotzdem sein, dass er mit denen gemeinsame Sache gemacht hat. Aber wahrscheinlicher ist, dass die Banditen ihn erwischt haben. Naja. Das ist ein ziemlicher Schmarrn. Offensichtlich. Ich weiß gar nicht, was ich hier rede. Ich meine, nach dem Blutbad hier an dem Wagen ist es ziemlich offensichtlich, was hier passiert ist. Gut, lieber Herr Vizek. Fußköter. Tut mir leid für die falsche Verdächtigung. Müsst ihr entschuldigen, es ist das Adrenalin, was in mir gepumpt ist nach dem Kampf. Da verliert man natürlich dann schon mal ein bisschen den Faden. So, dann ist das Lager. Suchen wir mal ein bisschen raus. Das da oben wird als interessanter Ort markiert. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich vielleicht im Norden von Sasau auch noch ein bisschen... Ist da was? Wir reiten tatsächlich mal einmal hier eine kleine Schleife. Ach, Schmarrn. Wir reiten jetzt zu dem... Wir kommen da schon noch hin. Wir haben ja auch anderweitig noch was zu tun. Aber was war denn jetzt dieser interessante Ort? War das die Hütte von vorhin? Jetzt bin ich abgestiegen. Ja, da kann ich natürlich nicht finden. Von hier bin ich von hier gekommen. Ja, von hier bin ich gekommen. Dann nehmen wir uns vielleicht den interessanten Ort auch noch mal ein bisschen unter die Lupe.
Nee, hier war ich nicht. So, grüß Gott, was ist hier passiert? Sieht nicht gut aus. Gott sei mit dir. Hey, hast du sie etwa umgebracht? Was versuchst du mir anzuhängen, du Bastard? Du warst es. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Unsinn, du bist voll mit ihrem Blut. Ich gerate ständig in Kämpfe. Hin und wieder kämpfe ich gern. Und dann bin ich eben voller Blut. Na und? Du? Du siehst mir eher wie ein Angsthase aus. Was treibst du? In der Nähe einer Leiche. In der Nähe eines Mordes. Warum ist denn jetzt Quatsch die Antwort misslungen? 12-9, was wird mit Charme? 8-4? Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla durch die Provinz. Herr Ratzig? Oh, ich bitte um Verzeihung, war nicht so gemeint. Ich habe ein komisches Gefühl bei dir, aber ich weiß nicht, ob du es getan hast. Was will man machen? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Du hast die Leiche geplündert. Was ist denn dieses Sternsymbol? Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Also gut. Ich war's. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte nur ein wenig Spaß. Dann hat sie ein Messer gezogen. Ich habe es ihr weggenommen. Und dann... Tja, Schwein. Du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. Nein, ich bin nicht bestechlich. Dann viel Glück. Frag mich jetzt. Ja, gib auf. Reden. Ha, das ist eigenartig, oder? Ich meine. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, ich würde ihn gerne vor Gericht zerren, aber ich habe hier die Option nicht dazu. Das ist etwas eigenartig. Was mache ich denn jetzt hier? Ich kann ihn eigentlich nur... Das ist echt die Frage, was ich mit dem mache. Ich meine, er hat jemand ermordet. Und der gehört eigentlich hinter Gittern. Es wurde mir jetzt auch irgendwie als Überfall angerechnet. Das ist echt eigenartig. Mir ist nicht nach Reden. Du bist tot. Bastard! So, nehmen wir mal unsere Waffe weg. Na komm. Glaub ja nicht, dass du lebend davon kommst. Oh je, hat das wehgetan? Greifen du aber auch nicht. Tja, töten. Jetzt ist er tot. Hatten Sie jemand gesehen?
Tja, das kommt davon, aber ich sehe das als vollkommen gerechtfertigt an. Umbringen wollte ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt zumindest die Gerechtigkeit zugeführt. Er hat die Frau ermordet, aus niederen Beweggründen. Brauner Filzhut. Totschlag war es. Mord war es nicht. Totschlag, aber immerhin. Ist alles stehlen. Schließen wir mal. Ich würde es ja ganz gerne dem zuständigen Offiziellen hier irgendwo melden. Schauen wir da vorne nochmal. Auch hier wäre stehen. Gebände. Trockenobst, verzierter Syrko. Okay. Etwas eigenartig gelaufen. Gut, aber das ist natürlich bei Spielen öfters mal der Fall. Dass. Wer läuft denn da vorne? Hat der jetzt das beobachtet? So, interessanter Ort ist hier. Jetzt Moment. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wer das ist, der da vorne wegläuft. Nicht, dass der irgendeinen Schmarrn erzählt über das, was wir hier getan haben. Ja! Das ist der Typ. Schauen wir mal, ob er noch da ist. Jetzt rein spielmechanisch mal schauen, ob er jetzt überhaupt noch hier denn. Da ist er. Ja. Aber was mache ich denn jetzt mit dem? Oh, der ist ja schon wahnsinnig geschwächt hier. Der bricht schon zusammen, wenn ich ihn bloß anschaue. Jetzt stellt er sich wieder tot und dann steht er wieder auf und läuft davon. Okay, komm, wir lassen es jetzt gut sein. Ich schätze mal, dass hier spielintern irgendwas nicht hundertprozentig gelaufen ist. Ich finde mal, verprügelt haben wir ihn. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir ihn seiner gerechten Strafe zugeführt hätten. So, da ist er. Und falls er wieder aufsteht, haben wir es nicht gesehen. Ja! Wäre mir jetzt ein bisschen zu weit gewesen, den zum Vogt zu tragen. Und da bin ich mir sicher, hätte auch nichts funktioniert. Wahrscheinlich hätten sie mich noch festgenommen, weil ich keine Beweise habe. So, jetzt schauen wir nochmal, ob wir bei dem interessanten Ort irgendwas Interessantes finden. Wir wissen ja mittlerweile, dass nicht jeder interessante Ort auch... interessant mögen sie sein, einfach von der Optik. Aber es muss nicht heißen, dass es hier auch was zu holen gibt. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Schauen wir mal von ein bisschen weiter oben. Aber manchmal ist ja ein erhöhter Blick gar nicht schlecht. Gut, solange ich jetzt hier nicht die Nadel im Heuhaufen suchen muss. Nee, hier finde ich jetzt nichts weiter Interessantes. Dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir... Ist das überhaupt hier gemeint mit dem interessanten Ort? Diese Hütte. Schon, oder? Weil das hier oben wird ja wohl weniger der interessante Ort sein. Oder ist das der interessante Ort? Alle für den interessanter Steinhaufen. Okay. Dann würde ich sagen, bringen wir den Kommandant zu seiner... Führen wir den Kommandant vor Gericht. Was ist denn da hin? Einmal nach Sasau zurück.
Oder soll ich hier in Sasa noch irgendwie Quests annehmen? Aber ich habe eigentlich gedacht, wir machen jetzt hier einen Rattai fertig. Bring den Command zurück, Rattai, dann gehen wir hoch nach Ushize und machen hier weiter mit dem Diadem. Ah, Moment, wir können natürlich hier noch in Sasa vorbei. Oder das verzählte Diadem bei Meister in Sasa ab. Wir wollen ja den vorbeibringen, den Klunker. Geradeaus, rechts. Na, schauen wir mal. Man versucht einzubringen, aber das klappt natürlich nicht immer so hundertprozentig, wie ich mir das wünsche. Gleich ein ja. Kloster, oder? Sigurd, ich bin ein bisschen geschwächt. Wir haben einen Trunk einverleiben. Vorplatz des Klosters. Und der Meisterschmied war hier unten irgendwo, gell? Der Meisterschmied, der Juwelen, der Goldschmied. Hier gibt es nochmal einen Schleifstein. Ich habe zum ersten Mal einen Schleifstein gesehen, bevor die Info kam. Bin mal, oh. Pass doch auf, du Flegel. Entschuldige. Du hättest mich fast umgebracht. Ja, das war keine Absicht. War doch hier, glaube ich. Das müsste sogar das Gebäude hier vorne gewesen sein. Schauen wir mal. Ja. Da ist er. Meister Jerome. Jerome. Gott sei mit dir. Der Moldavid, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria! Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Alles Gute. Warte, bis der Graveur den Moldavid eingefasst hat. Morgen Abend. Puh. Aber da müssen wir uns hier vielleicht noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Bellt jetzt mein Pferd an. Ein Zeitvertrag habe ich ja natürlich schon. Ich könnte natürlich meine Rüstung jetzt mal hier A, die Sachen verkaufen. B, komme durch die Scheune durch. Ja. B. Schauen, wo hier der ordentliche Weg ist, weil letztes Mal bin ich hier einfach durch die Gemüsebeete durch. Mach ich es wahrscheinlich wieder so. Meine Rüstung wieder reparieren lassen. Ja. Bin gespannt, wie lange ich brauche, bis ich mich in Sasa und Umgebung auskenne. Ich bin schon wieder falsch geritten. Hier gibt es auch einen Auftrag, Hinweisgeber-Quest. Sieht's denn aus mit meiner Ausrüstung? Die Waffen, die kann ich selber reparieren. Rüstung. Ja, der Eisenhut muss repariert werden, dann kann ich den Rest auch reparieren lassen. Wir haben einen normalen Schmied. Einen Waffenschmied. Einen Rüstungsschmied haben wir hier nicht, oder?
Aber hier sind noch zwei Gebäude, die ich nicht aufgedeckt habe. Drei Gebäude. Wisst ihr was? Dann klären wir die auch noch irgendwie auf. Dann machen wir das doch so. Reiten jetzt zum Fluss runter. Da müsste es auch eine Furt geben. Dann können wir uns den Rest vom Dorf auch nochmal anschauen. Ich würde zumindest alles mal aufdecken, was es hier in Sasau gibt. Dann hoffe ich, dass ich mich irgendwann auskenne. Ja. Hier geht's rüber. Was es hier eigentlich alles noch so gibt. Wieso dampft denn das eigentlich aus der Toilette raus? Oder ist es gar keine Toilette? Wir gehen lieber weiter. Hier gibt's eine. Ach, das wird ein Räucherofen sein. Das wird ein Räucherofen für Fische sein. Ah ja, okay. Göttliche Jäger. Oder hatten wir den schon? Schuster. Tja, da steht Schuster. Sieht aber eher nach einem Jäger aus. Gut, Leder braucht natürlich auch. Dann, was haben wir hier noch? Hier rechtzeitig. Das Wildschwein. Die Sau, wie sie da auf dem Dach liegt. Das ist dann hier unten wahrscheinlich das letzte Fragezeichen. Tja, bis morgen Abend müssen wir jetzt hier ausharren. Jetzt haben wir den Gerber entdeckt. Könnte ich mal absteigen. Ich weiß gar nicht, was es hier konkret gibt bei dem. Vielleicht haben wir auch mal irgendwie eine Chance auf ein Buch oder so. Gesundheit. Ich suche nach dem Meistergraveur. Weißt du, wo ich ihn finde? Er ist sicher in seiner Werkstatt auf dem Klostergelände. Den haben wir doch schon gefunden, den Meistergraveur. Das war's alles, was wir mit dem reden können. Sasauer Gerber. Also beim Gerber gibt es offensichtlich nichts zum Handeln. Ich suche die Werkstatt des Meisters. Sie befindet sich im Klosterhof. Dort wirst du... Lebe wohl. Leb wohl. So, haben wir jetzt noch irgendwas offen hier, ein Fragezeichen? Ja, hier drüben. Ich höre es 12 Uhr leiten, oder? Ich begrüße mal, 12 Uhr müsste es sein. Ja. Sehr pünktlich hier. Also nach dem Schneider links. Hier ist der Marktplatz. Das müsste der Schneider sein. Also eine der Liegenschaften hier. Denken wir mal ab. Ein Schreiber! Vielleicht kriegen wir mal ein schönes Buch. Guten Tag. Hallo. Das klang wie... Wie klang's denn? Wie ein schönes Lied, oder? Was denn? Hm.
Sasauer Schreiber. Der Vogt. War anscheinend doch nicht. Zu deinen Dienst. Mal beim Bürgermeister vorstellen hier. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Es ist so friedlich, dass es mir schon Sorgen macht. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Es ist so friedlich. Gut, Gespräch beenden. Gut. Die ist ein bisschen spooky, die Frau. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Lass uns handeln. Ich bin auf der Suche nach ein paar guten Büchern. Und da haben wir doch einiges an guten Büchern. Auszug aus der Christianslegende. Das sind aber wahrscheinlich jetzt einfach in Anführungsstrichen nur Geschichten, oder? Über den heiligen Adalbert, sein Leben und sein grausiges Ende durch die Hände der Heiden. Der heilige Prokop, über das Leben des Mönchs Prokop und seine Gründung des Klosters Sasau. Ein Buch über Prinz Wenzel und darüber, wie ihn sein Bruder ermordete. Der heilige Wenzel gleich. Der Mägdekrieg. Wie der Mägdekrieg begann. Tja, wie lese ich denn jetzt, welche Bücher tatsächlich für mich, ich sag jetzt mal, von Nutzen sind? Ein Buch über die Kumanen. Also ich weiß, es gibt genügend Bücher, in denen man in Anführungsstrichen nur lesen kann, also sich Informationen anhören, die mit dem Spiel aber nichts zu tun haben. Lesebuch 3. Ah ja, okay, da kann man was machen. Aber kann man es erkennen, was da was ist? Kann erst nach Reichen von Stufe 10 gelesen werden, trotz für 420. Was haben wir denn jetzt gerade? Aufzeichnungen über die Stadt Ratai. Regulare Benedicti. Über das Schweigen und die tägliche Arbeit des Mönchs. Prags seltsame Belagerung, wie Prag von mehreren Armeen belagert wurde und wie die Belagerung ohne Blutvergießen beendet werden konnte. Das finde ich jetzt tatsächlich spannend. Den Warenkorb. Aber nehme ich das Lesebuch mit? Sonst sind hier keine Bücher, gell? Das Lesebuch 3 kann erst nach Reichen von Stufe 10 gelesen werden. Für 400 ist schon richtig mächtig, gell? Ja, Warenkorb prüfen wir falsch schon mal. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Bin mal gespannt auf die... Muss man mal zahlen. 40. Wie wär's damit? Über Prag, Fest und Belagerung. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Jetzt schauen wir mal rein. Wie sieht's denn aus derzeit mit Fertigkeiten? Lesen 8. So weit weg sind wir davon jetzt nicht unbedingt, gell? 450 ist aber echt schon eine massive Investition. Aber ich würde sagen, wenn wir schon mal da sind, wie ich mich kenne. Komm, wir kaufen das Buch ein. Lass uns handeln. So, ne, äußerlich kann man nicht sehen, ob Bücher irgendwas bringen oder nicht. Hier natürlich. Mit dem Fortschritt. Komm, wir kaufen das. Warenkorb prüfen. Wir falschen mal. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Würde ich aber hoffen, dass es gut ist. Wir probieren es mal, setzen es mal niedrig an. Weil du es bist. Weil du es bist, ist auch gut. Zu wenig. Ah, ist zu wenig. Wie sauer ist er geworden? Ja, überreizen darf ich es jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, ich zahle es ihm jetzt direkt. Na gut, einverstanden. Damit sind wir jetzt stolzer Besitzer. Zwei neue Bücher. Eins spielmechanisch sinnvoll, das andere einfach aus Kuriositätsgründen. Ich würde sagen, das lesen wir mal abends bei einem Bierchen. Sich waschen.